Mahlzeit, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pharao A New Era. Ja, die letzte Aufnahme ist ein bisschen weit her. Ich habe hier aber gesehen, hier ist irgendwie Party hart. Irgendwas brennt hier. Was brennt hier? Was war hier? Was war das? Schutt. Steuereintreiberbüro. Okay. Eventuell gibt es da Gründe, warum das gebrannt hat. Ich weiß es nicht. Wir werden einfach ein neues bauen. So. Eine hervorragende Überschwemmung, ne? Ist doch super. Pass auf, dann machen wir hier noch ein Architektenbüro. Und eine Feuerwehr. Und eine Polizei. Einfach mal so. Dann. Da wartet, okay. Oh Gott, ist wirklich ein paar Tage her, die letzte Aufnahme. Deswegen muss ich hier mal kurz gucken. Mit die Tasten. Und hier rollt die nächste Ernte rein. Alles klar, ich sehe schon. Geldtechnisch stehen wir gut da. Wollen wir hier noch ein bisschen die Straßen aufwerten? Dass die Wohnhäuser ein bisschen mehr Luxus erfahren? Ich denke mal, das könnte keine schlechte Idee sein. Oh. Das Ding ist, wir hatten Arbeitslosigkeit, ne? Ja. 7%, das geht aber. Siehste. Weil wir ein Fest gemacht haben für Osiris, wird die nächste Überschwemmung wieder heftig. Super geil. So. Dann kloppen wir hier noch ein paar. Achso, da ist Baustelleneingang. Alles klar, ich verstehe. Dann hauen wir hier noch ein paar schöne Straßen, ein paar Plätze rein. So. Hier hinten können wir noch nicht weiter ausführen, leider. Aber ist nicht schlimm. Okay. Was ist denn hier schon wieder los? So. Hier vorne, hier waren nur Lagerflächen. Okay, warte mal, hier können wir vielleicht den Platz noch weiter ausführen. Und dann, ja. Gehen wir wieder in den Originalmodus zurück. Das Ding ist voll am Bauen. Hier geht es richtig vorwärts. Sehr, sehr schön. Aber wir haben halt immer noch 7% Arbeitslosigkeit. Ich habe mir überlegt, was ist denn, wenn wir hier oben nochmal so eine Tempelanlage hinbauen. Weil noch haben wir ja den Platz dafür. Irgendwann ist die Karte halt voll, aber bis dahin brauchen wir eigentlich nicht. Oder? Hätte ich gesagt. So, dann bauen wir für Bastet einen Schrein und für ihn genauso. Und für Ptah ebenfalls. Nein, ich wollte den eigentlich drehen, verdammte Hacke. Dann muss der da nochmal weg. Guck mal, da wir innerlich verehren, werden die Basare im Überfluss mit Nahrungsmittel überschwemmt. Geil! Alles voll, siehst du? Weil die uns gut finden, kriegen wir dafür so eine Belohnung. Eigentlich finden wir die ja gut, ne? Aber egal. So, zack, zack. Wahrscheinlich vielleicht schon, weil wir nur die Schreien-Dinger hier gebaut haben gerade. Kann durchaus möglich sein, dass das jetzt schon der Auslöser war. Dann bauen wir jetzt einfach mal hier nochmal drei Tempelanlagen. Und dann sind die Leute doch deutlich glücklicher, oder? Glücklicher, glücklicher, wie auch immer. Bier fehlt halt, ne? Bier, Bier, Bier. Bier und Luxuswaren und Bier. Und ein Bazar haben sie da, haben sie da. Da ist ein Bazar, ja, wunderbar, okay. Okay, hier haben sie die Wasserwaage fast fertig. Hier muss nur noch ein bisschen Erde raus, da in der Mitte. Und da noch. Und dann machen sie hier Wasser rein und dann wird ausnivelliert und dann geht's nach oben. Sehr cool. Arbeitslosigkeit steigt. Wollen wir hier noch mehr Arbeiterdinger bauen? Arbeiterlager. Warte mal, wie viel macht denn das hier? Das ist ein Arbeiterlager. Das macht 20 Arbeiter. Das macht Steinmetz 12. Was war denn das hier eigentlich? Die brauchten Holz, ne, die Jungs. Ja. Was ist denn los? Oh, geil. Flachslein und Schmuck. Jawoll. Oh. Von wem werden die hier weggeholt? Vom Nilpferd oder was? Ja, guck da an hier. Was für ein gefährlicher Job mit dem Holz. Ich sag dir. So. Oh, die hauen aber ordentlich weg hier. Forsten die neu nach? Oder wachsen die Bäume alleine? Weil irgendwann ist alle, ne? Ich meine, hier ist noch Wald, aber... Wer weiß, wie lange noch. So, die Ernte rollt rein. Ich habe Angst, dass die Silos nicht reichen. Könnte das sein, weil da kommen doch viel, viel mehr. Wir sollten vielleicht unter Umständen noch mehr Lagerfläche schaffen für Nahrungsmittel.
Aber ich will das Holz hier auch alles nicht unterwandern. Dann bauen wir mal so und so. Hallo? Da werden die weggeholt, ne? Der stirbt aber oft. Guck mal. Wir fahren in der Schauspielschule. Was ist das denn? Okay, ist lustig. Die fällt mir irgendwie. Wir müssen hier wieder ein Fest machen. Wer hat denn für Osiris? Dann krieg ich Bastet. So. Okay. Sehr viel besser als erwartet ausfallen. Na, siehst du wohl. Zeig doch mal her hier. Da, eine fette Sturmflut. Ja, die Silos hier oben sind auch voll. Dann würde ich hier nochmal anbauen. Also Lagerhäuser geht, aber die Silos sind halt hart überfüllt. So, dann haben sie wenigstens die Möglichkeit, das irgendwo hinzubringen. So. Da würde ich dann dementsprechend hier vielleicht gleich nochmal so eine Sachen einrichten und vielleicht auch noch eine Feuerwehr. Ja. Na siehst du, ich glaube, das wird was. Ich wollte Sachen machen, ne? Wir sind bei 5% Arbeitslosigkeit, das ist eigentlich okay. Da, guck mal, Wasser ist drin. Und jetzt hakeln sie alles schön gerade und dann geht's los. Die Leute wandern rein, wandern rein, wandern rein. Ist hier irgendwas? Fest wird vorbereitet. Eine Sendung von Osiris, Arbeitslosigkeit. Eine Segnung von Ptah. Eine Segnung von Bastet. Eine kleine Segnung von Osiris. Üppiges Fest. Feuer in der Stadt. Zeig mal her. Haben wir doch alles schon geklärt. So, weg die Dinger. Arbeitslosigkeit, aber ist nicht viel, ne? 5%? Hey, ist voll okay. Wir haben 6500 Leute. Verdammte Hacke. Wollen wir noch mehr so eine Dinger bauen? Ja, ja. Lass mal machen. Eine Zimmerergilde wollen wir nicht. Steinmetzgilde wollen wir bauen. So. Und dann kommt hier nochmal das und nochmal das. Obwohl der Stand kann nicht einstürzen, kann nicht brennen. Stimmt das oder war das richtig so? Warum ist denn... Okay. Wenn ich müssen wir dann nachher mit Deko ordentlich verteilen. Geht ja auch noch. Wie sieht's da aus hier? Okay, wir brauchen Arbeitskräfte. Wollen wir da hier ständig Leute einwandern? Wollen wir noch mehr Steindinger machen? Aber die haben wir eigentlich genug, oder? Oder reicht es noch nicht? Wir könnten hier noch ein paar Dings bauen. Ja. Wir werden wieder gesegnet sein. Ist die große Flut schon im Gange? Nee. Guck mal hier, ein einfacher Steinbruch. Wir könnten die Sache noch weiter ausweiten. So, dann haben wir auf jeden Fall erstmal nochmal ein paar Arbeitsplätze geschaffen. Würde ich hier sehr gerne noch ein Arbeiterlager stellen. Für Überschwemmungsgebiete und Monumente. Also brauchen wir sowas hier eigentlich gar nicht, oder was? Okay, dann nicht. So, ein Architektbüro, vielleicht eine Feuerwehr, falls es mal heiß wird. Und noch ein paar Lagerhäuser, dass sie ihre Steine da drin abparken können, oder? Nein, das war nicht richtig. Da müssen wir nochmal abreißen. Arbeitskräfte benötigt. Genau die Meldung möchte ich haben, sobald ich irgendwas baue. Und nicht Andreas rum. So, nichts annehmen. Wir wollen, glaube ich, nur Steine annehmen. Nichts annehmen, nichts anhört. Warte mal, wie haben wir die Einstellung hier? Alles annehmen. Okay. Huch. Was ist denn? Lass mir mal machen hier. Alles annehmen. So, wir nehmen nur Steine. Nichts annehmen. Alles annehmen. Nichts annehmen. Alles annehmen. Ist ja nur das, ne? Oder haben wir noch anderen Stein? Nö, ist ja. Okay. So, dann gehen wir hier hin.
Nichts annehmen, alles annehmen. Und hier noch gleich. Okay, dann haben wir hier unser Steinlager für die Pyramide. Zumal... Na, wird hier wieder... Mir wird wieder fleißig gestorben. Eine Zellteilung. Es sind zwei. Ein Komplott? Okay. Wie sieht's denn aus? Wir haben ein Handelsschiff. Die Kohle kommt rein. Geil, wir verdienen Asche. Den haben wir beim letzten Mal sehr, sehr gut vorgearbeitet. Das ist fantastisch. Oh, ihr rollt die nächste Ernte. Die Dinger sind cool, ne? Die laufen halt auch ohne Flut. Mega geil. Hier sind die Silos fast voll. Was können wir denn aus Weizen eigentlich herstellen? Wir können machen Sachen. Wir brauchen... Ach Gott. Wir wollten Bier importieren, richtig? Da war ja was. Hab ich ja fast vergessen. So, der Handel. Wir müssen machen Sachen, holen Bier. Import. Ne, mehr wie das kriegen wir gar nicht. Können wir Gerste importieren? Gerste, Gerste, Gerste. Hä, wird ja nicht aufgeführt. Hier ist keine Gerste. Echt nicht? Bin jetzt blind? Nee, hier ist keine. Das ist ja echt schade. Getreide haben wir ja ultra viel. Export, ne? Mehr geht gar nicht raus. Ziegel-Export. Wir haben 700. Wir können... Na, wir lassen das mal. Oder warte mal, stellen wir Ziegel her? Nee. Ziegelei. Macht aus Ton und Stroh Ziegel. Haben wir eine Tongrube? Haben wir bestimmt. Oh, da wird wieder hart gestorben. Da gehen wir mal weg. Osiris ist bockig? Nö. Ptah, kriegt erstmal und danach ist das Dings wieder dran. Okay. So, wie sieht's denn Klaus? 120 Arbeitsplätze brauchen wir. Müssen wir ein neues Wohnviertel ausweisen? Eieieiei. Ich glaube schon, oder? Lass mal machen. Oh, wir haben ja keine... Ich weiß, was wir machen. Ach du Schande, das haben wir ja gar nicht gemacht. Weder den Ene noch den Eden. Ach Gott, wir haben wieder ein... Nee, oh... Ja, egal, voll verpennt. Na, tolle Wurst. Den hab ich richtig vergessen. Ich habe gedacht, hier kommt nicht mit Armee, aber doch. Och nö. Ja, dann brauchen wir jetzt noch mehr Arbeiter. Oh mein Gott. So, wir müssen ja schnell Soldaten ausbilden. Was ist denn das hier? Ein Drillplatz, der braucht Waffen. Ach du Schande, wo machen wir das denn? Machen wir das hier unten? Passt das hier überhaupt hin? Aus Kupfer. Oh Gott, und ohne Waffen ist ja die Armee eigentlich für, ne? Für hinten rum. Wollen wir davon zwei bauen? Aber die sind teuer, die Dinger. Bogenschützen sind aber geil. Und ich hätte ja noch so ein Ding gerne. Wo ist denn da der Injang? Perfekt. So, jetzt kloppen wir hier aber ordentlich Armee raus. So, das haben wir noch gar nicht, ne? So, ne? Der Zweck heiligt die Mittel. Wir müssen jetzt in die Produktion von allem. Wir brauchen Kupfer. Hilft ja alles nichts. Wir brauchen Kupfer. Ich würde auch gerne Kupfer importieren, anstatt Waffen, weil es, glaube ich, günstiger. Sofern wir da überhaupt rankommen. Kupfer. Import. So. Waffen können wir gar nicht handeln. Guck mal. Export. Alles über 100 kann raus. Genau. Papyrus. Alles über 200 raus. Schilf. Export. Über 200. Ja, Bier. Können wir mehr holen? Töpferwaren. Halten wir uns mal 500 zurück. Ton haben wir gar nicht. Wir brauchen theoretisch mehr Tongruben. Okay, ich verstehe. Könnten wir nämlich einen Exporthandel betreiben. Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
Oh Gott, es kommt eine Armee und die Koffer, das klappt. Jetzt brauchen wir ganz dringend mehr Menschen hier. 143 neue Leute. Vielleicht sollten wir das Wohngebiet nicht allzu riesig ausweisen, oder? Wollen wir vielleicht einfach mal so machen? Mal gucken, was passiert. Die werden sich ja dann nach und nach ansiedeln und noch die Siedlung weiter ausbauen. Deswegen würde ich da jetzt nicht gleich voll übertreiben wollen. Dann machen wir hier so ein Ding. Was ist denn los? Was gab's denn? Oh, Töpferwaren, Ehre. So, neue Wohnhäuser. Dann für die Versorgung würde ich hier oben sehr gerne einmal. Wir machen einfach alles normal. Architektenbüro, eine Feuerwehr, eine Polizei, ein Zahnarzt und eine Apotheke und der Doktor und irgendwas zum Einbalsamieren. Was ist denn das hier? Eine Schreiberschule. Eine Bibliothek haben wir gar nicht gebaut, oder doch? Haben wir schon? Haben wir nicht? Haben wir schon? Wieso? Was ist denn? Wieso können wir die gerade nicht stellen? Fehlt da was? Was fehlt denn da? Haben wir nicht hier noch Papyrus? Hallo? Warte mal. Nee, geht gerade nicht. Das ist ja doof. Eine Bibliothek wäre wichtig, ne? Auf jeden Fall so ein Ding. Und ein Bazar. Der kommt nach da und einer nach da. Dann brauchen wir noch eine Straße rum. So. Und schon kommen die Leute. Und ich hoffe, dass sich das lohnt. So, wir können ein bisschen Deko stellen. Wir machen mal hier wieder hoch. Dann würde ich hier einen Garten reinpflanzen. Hier vielleicht so eine gute Überschwemmung. Wann kommen die? In 6 Monaten. Na, hoffentlich haben wir da ein bisschen Armee schon zusammengebaut. Mal gucken. Wenn nicht, haben wir echt ein Problem. Dann wird die Stadt komplett zerstört. So, wir pflastern mit Plätze, weil es schöner. Mir geht gerade nicht. Ja, eine Bibliothek wäre geil. Können wir bauen. Bauen wir auch. Arbeitskräfte benötigt, das ist ja ein Ding. Aber die rollen ja ran, oder? Ja, guck mal hier. Die Leute, die pilgern, die stürmen und die kommen. Hier werden schon die ersten Soldaten zusammengebaut. Heißt das, wir haben schon eine Waffenlieferung? Ja, die arbeiten, ne? Ja, Produktion 90%. Geil. Neue Leute kommen. Was ist denn hier unten eigentlich los? Ich hätte hier vielleicht gerne noch eine Feuerwehr und ein Architektenbüro. Sind die hier in der Mache, die Dinger? Hier arbeiten einfach Leute, ist ja geil. 15. Hier liegt ein Kriegsschiff zwischen den Schlachten vor Anker. Jede Schlacht am Nil sollte zumindest ein paar Verteidigungsschiffe bereithalten. Dann brauchen wir davon noch mehr, oder? Transporthafen, Kriegshafen, ein Kriegsschiff, das sich in den Schlachten stellt. Dann brauchen wir noch so ein Ding. Kein Problem. Aber ich glaube nicht, dass sie mit Wasser wegen hier anreisen diesmal, oder? Also war ja beim letzten Mal so. Ob es jetzt so ist. Oh, das sah aus wie eine Sichel. Guck mal. Wow, der Sichelweg. So. Machen wir das einfach. So. Okay. Dann mal gucken, ob das was wird hier. Schiffsbauer. Gebauten Transportschiffen liegt zwischen 2 und 3 Aufträgen vor. Na, arbeiten die denn jetzt hier oder nicht? Weil sind ja. Ist halt voll, ne? Warte mal, wir müssen Osiris auf jeden Fall ein Fest abhalten. Ey, und jetzt fehlt Bier, Leute. Bier. Die wollen hart trinken, die Jungs. 59 Leute brauchen wir noch. Also die Einwanderungswelle war perfekt. Oh, guck mal, hier stehen sie alle Spalier. Wenn die Armee kommt, schicken wir einfach unsere Pyramidenbauer los. Ne, dann können sie die mit ihren Hammer und mit ihren Meißeln einfach mal ordentlich, ne, bisschen bearbeiten und so. So, jetzt habe ich, glaube ich, das Problem. Alter, hier wird aber hochgepackt jetzt. Bap, 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 wie die Fliesenleger. Sitze ran, gucke dir an. Krass. Weil Steine haben wir ja. Warum eigentlich nicht, ne? Müsste ja übel abgehen.
Ist das die erste Bibliothek, die wir gebaut haben? Ne, hier unten steht noch eine. So, jetzt rollt hier wieder Zeug an. Schilf. Weizen ist voll. Junge, ihr könnt mal ruhig Brot backen jetzt hier. Macht mal was fertig. In einem Monat. Und ich glaube nicht, dass wir hier... Oh mein Gott, wir haben noch nicht mal Kriegsschiffe, ne? Die Schiffsbauer, die machen nichts hier, oder doch? Was benötigen die? Hm. Ich weiß nicht. Weiß es nicht. Bin gerade ein bisschen raus, muss ich ehrlich sagen. Aber die brauchten Holz. Sag mal, haben wir kein Holz? Halt, warte mal, steht das hier? Kriegshafen. Transportiert Truppen zu weit entfernten Schlachtfeldern. Eine Werft. Oh, zum Kampf. Oh oh. Na, oh oh. Gut, mit den Kriegsschiffen, das war Quatsch, aber eine Werft wäre nicht schlecht, ne? Los! Macht sie fertig! Oh oh. Das geht nicht für uns aus. So, jetzt wird die Brandschatz. Ach du Schande. Überall? Oh. Oh mein Gott. Was war denn das hier? Der Dorfpalast ist Schrott. Ei. So, hier, was brennt hier oben? Oh, das Wasserführende. Was war das hier? Eine Meadow Farm. Das war Weizen, ne? Stimmt, hier oben waren alles Weizenfarmen. Oh je, Mini. Die ist noch hart am Brennen. Was war das hier? Architektenbüro. Jetzt müssen wir die Stadt durchrestaurieren. Warte mal, ist das so vielleicht... Oh Gott, nee, so sieht man das leider nicht, dass es kaputt ist. Oh je. Was war das hier? Ein Arbeiterlager. So. Und hier? Steinmetzgilde. Oh weia, oh weia, oh weia. Da. Ja, so, weil wir das ja nicht ausgeführt hatten, ne? Diese ganze... Okay, ist ein bisschen Weizen weg. Heißt, wir haben neue Lagerflächen frei. Ein neues Silo. Ich hoffe... Hallo? Dieses Feuer wird die ganze Stadt vernichten, wenn ich mich nicht beeile. Dann beeil dich. Was war denn das hier? Ein Architektenbüro. Die haben hier übelst alles kaputt gemacht. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir hier hart auf den Sack bekommen haben, oder? So, was war das hier alles? Eine Zisterne? War eine Bädezisterne? Ein Bazar. Krass. Oh, weia. Ja, und wenn du hier finanziell mal schlecht dastehst oder so, dann sieht schlecht aus, ne? Oh, weia. Was war denn das hier? Eine Jonglierschule. Das kann unser Untergang sein hier. Wir hatten Geld, aber dann, was war das hier? Ein Schrein für Ptah. Wir müssen hier echt nach und nach die ganze Stadt durchrestaurieren. Und wir werden wahrscheinlich irgendwo noch was vergessen. Hier stand noch ein Bazar, den hatten wir erst gebaut gehabt. Na toll. So, was war das hier? Polizeiposten. Jetzt müssen wir... Oh mein Gott. Ist halt das Problem, umso größer die Stadt, umso schlimmer, ne? Eine Zahnarztpraxis. Und das ist ja noch lange nicht alles. Hier brennt da noch mehr. Oh, was haben sie hier alles kaputt gemacht? Der Tempel von Bastet. Also Leute, an Tempelanlagen vergreift man sich aber nicht. Ja? So, wir müssen den Göttern wieder fröhlich stimmen. Was ist denn, wenn wir hier mal gucken? Okay, alles, was kein Icon-Bild mehr hat hier. Okay, das ist noch am harten Brennen. So wie das hier.
Okay, alles, was kein Bild mehr hat, ist kaputt. Hier oben, das Ding, ne, zum Beispiel. Oh, oh. Nein, das war ein Handelsdock. Das brauchen wir auf jeden Fall. Sonst können wir nicht handeln. Ein neues Dock, bitte. So, was stand hier? Ein Architektenbüro. Oh Gott, die Kohle haut ab. Wenn wir Schulden haben, sind wir richtig, dann ist vorbei. Arbeiterlager. Oh, hier ist so viel kaputt, Mann, Leute. Was ist denn das hier? Ein Warenlager. Hat man den bestimmten Sachen zugewiesen hier? Nee, ne? Was war das hier? Eine Weberei. Boah, oh weia, oh weia, oh weia. Das hier war eine Töpferei. Hier stand eine Tongrube. Die brennt ja noch. Die ist gerade noch voll am harten Löschen. Hier auch noch ein Handelsdock kaputt. Nein. Die Mucke. Die brennt ja auch alles hart. Oh nein. Arbeiterlager ist platt. Hier ist ein einfacher Steinbruch platt. Arbeiterlager, Steinbruch. Kriegen wir das noch hin? Kostet so ein Steinbruch. Ist nicht teuer, okay. Arbeiterlager bräuchten wir hier eigentlich nicht, ne? So, haben sie jetzt alles gelöscht hier? Was stand hier? Arbeiterlager. Also hier bräuchten wir schon eins. So, hier brennt das Lagerhaus. Das ist gerade am Löschen. Oder auch nicht. Hallo, Teilnehmer? Wir haben Schulden, ja, ja. Zeug machen. So. Stufenpyramide fertig. Nein. Warte mal, hier das Handelsdock, das ist viel wichtiger. Tongrube. Hat das Feuer sich hier nochmal durchgefressen oder was? Ja, ja, wir kommen ja an Geld ran. Das ist ja das Schöne. Gott sei Dank. Wieso? Was ist denn da? Ach, da ist noch Schutt. So, was stand denn hier? Was ist denn das hier? Eine Weberei. So, wir kriegen die Stadt wieder aufgebaut. Ja, ja. Nach und nach. Wir brauchen noch eine Werft, ne? Architektenbüro hat es zerlegt. Was war denn das hier eigentlich? Schulden, ja, ja. Ein Transporthafen. Der ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, ne? Aber mal gucken, ob wir eine Werft bauen können. Die wäre bald wichtiger. Lass das mal hier entfernen. Bis da so, würde ich vielleicht eine Werft bauen. Jo, wir haben kein Geld, ich weiß. Wir bauen in die Schulden hinein, weil wir was können. So, jetzt werden, glaube ich, Schiffe gebaut, ne? Für die ganzen Sachen hier. Und wobei, ja, warte mal. Eine Transporthafen wäre vielleicht nicht schlecht. Machen wir nochmal eben hier hinten hin. So, wir müssen weiter in die Stadt gucken, was kaputt ist. Wir brauchen hier eine Party. Wir machen... Wer ist denn bockig? Osiris hatten wir. Wir machen Tar. So. Oh Gott, wir machen übelst miese. Was stand denn hier? Ein Bazar. Oh, der ist wichtig. Eine Bazar. So. Hier ist noch mehr kaputt, Junge. Was war das hier noch? Schutz. Papyruswerkstatt. Oh Gott, da müssen wir noch hier rüber auf die andere Seite vom Fluss. So, dann hätten wir hier aber erstmal alles wieder sauber, oder? Wir machen mal kurz eine Pausierung. Wir haben 2,5 miese. Das ist schlecht. Das ist sehr, 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 sehr schlecht. Oh Gott, hier in der Stadt ist ja noch viel mehr kaputt. Was war denn das hier? Eine Apotheke. Ich hoffe, wir kommen aus den Schulden wieder raus. Nein, eine Apotheke. Das hier war ein Balsamierungshaus.
Gott, die Stadt ist ja voll Schrott. Dann hätten wir als erstes machen sollen, ne? Erstmal die Leute hier wieder pflegen. So, was ist denn hier noch alles kaputt? Was stand denn hier? Ein Schrein für Bastet. Oh Mann. Und hier? Ein Bazar. Oh, der war wichtig. Und hier oben? Ein Tempel. Oh, der Tempelschrott von Ptah. Lebt 9. Nicht, dass die bockig sind hier. Nee, kein Schrein. Ein Tempel will ich haben. Oh Gott, und die Schulden, die schießen da übel nach oben. Was war hier alles noch Schrott? Was ist denn das hier? Eine Apotheke? Bei den Leuten, denen ging es hier richtig, richtig gut. Aber dann. So, was war hier? Eine Schreiberschule. Und was war hier? Eine Arztpraxis. Okay, eine Schreiberschule und eine Arztpraxis. Ecku, Ecku, Ecku. So. Zeig mal her. Hier ist alles heile. Okay, hier ist noch was kaputt. Was stand hier? Eine Apotheke. Und was stand daneben? Kann ich nicht sehen. Was war denn hier? Eine Feuerwache. Aha. Dann machen wir das mal so. Feuerwache und Apotheke. So kann man gut gucken eigentlich. Dann sieht man genau, wo was ist und nicht, wenn man denn sieht. Schwierig, aber nicht unmöglich. Haben sie denn die Feuer jetzt überall ausbekommen? Hier stand noch was, ne? Eine Zisterne. Oh, war ja. Die hatte noch hart gebrannt, ne? Wasser ist wichtig. So, wandern Leute ein? Die Leute sind da. Wir haben eine Arbeitslosigkeit und wir haben... Oh, warum ist denn das hier? Hä? Was ist denn das hier? Das war das hier, ne? Ja. Okay, die sind teuer, die Dinger. So, was hatten wir hier noch? Was stand denn hier? Eine Feuerwache. Oh, die ist wichtig, wenn das nächste Mal wieder eskaliert hier. Die haben uns ganz schön rasiert, die Jungs. So, zeig mal her. Hier oben hat er noch was gebrannt. Das, oh, nein, nein, geh weg. So, da. Okay. Jetzt brauchen wir noch zwei große Silos. Und hier oben brauchen wir wieder so ein Wasserding. Oh Gott, die Schulden! Wir werden... Oh nee, ey, nee, warte mal. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Wir lassen diese Farm da mal weg. Wenn wir jetzt nämlich 5000 Miese haben, dann ist Feierente. Hier ist... Oh, 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 warte. Die müssen hier rüberkommen, sonst ist hier... Das ist dann ja schlecht. Wenn die nicht rüberkommen, haben wir ein Problem. Was stand hier? Ein Arbeiterlager. Was stand hier? Noch ein Arbeiterlager. Da müssen wir noch eins bauen. Eieiei, Kostenfuffi. Ist mit den Bäumen etwas doof. Oh Mann. So, gibt erstmal nur eins. Was war das hier? Eine Schilfsammelstelle. Und hier ein Architektenbüro. Kostet denn so ein Ding? 30. Schilfsammelstelle. Fuffi. Boah, bis auf das eine Arbeiterlager sind wir jetzt durch, oder? Haben wir irgendwo was noch vergessen? Ausgelassen? Ich würde es laufen lassen. In der Hoffnung, dass wir nicht bankrott gehen. Oh mein Gott. Wir sind bei 3,4. Okay, wir gehen runter von den Schulden. Dann können wir hier nochmal ein Arbeiterlager stellen. Oh, Leute, das brauche ich aber nicht oft. So eine Action hier. Wir sind so gefährlich wie Krokodile und bereit, jeden Eindringling anzugreifen. Na supi! Geil. Theoretisch sollte die Sache laufen. Wir brauchen... ja, hoffentlich nicht wiederholen. Hallo? Jetzt werden die Ernten nur noch schwach, ne? Ein üppiges Fest. Immer noch Schulden. Ja, bleib locker. Oh, die erste Pyramide steht, Leute. Und wir haben eigentlich die komplette Stadtverwüstung irgendwie weggesteckt. Na? Die nächste Ernte rollt hier rein. Wollen wir oben nochmal so ein Weizenfeld bauen oder nicht?
Warte mal, was haben wir denn hier überhaupt? Ja, wir haben nur Weizen, ne? Dann machen wir Weizen. Ist das der gleiche wie das hier unten? Ja, ne? Ja, ist genau das gleiche. Okay. Gut. Mann, dann haben wir die Kurve doch nochmal bekommen. Gott sei Dank. Ist hier noch irgendwas Schrott in der Stadt? Ne, sieht gut aus. Ich kann hier erstmal so schnell beim Überfliegen der ganzen Symbole nichts erkennen. Nix. Schön. Und wenn doch, dann haben wir halt Ruinen in der Stadt. Juweliere. Alles voll. Na, siehst du, läuft doch schon wieder. Gut, Leute, das war's für heute. Wir haben den Kampf überstanden. Wir haben die Stadt wieder aufgebaut, ne? Auferstanden aus Ruinen. Und die erste Pyramide steht. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter. Dann heißt es runter von den Schulden und Pyramide fertigstellen. Wenn nochmal Ackermatch gibt, müssen wir gewinnen, ne? Aber Industrie für die ganze Militärgeschichte steht. Mal gucken, wie. Oh, Schulden sind aber hart. Wie die nächste Sache ausgeht. Ich hoffe, wir kommen von den Schulden runter, sonst haben wir hier hart ein Problem. Dann ist die Sache schneller beendet, als ihr dacht. Aber das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht keinen Quatsch und Rinnehauen.